Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wir haben 17.45 Uhr am 5. Oktober. Es ist lange, lange her, dass ich den MDAX mal wieder unter die Lupe genommen habe. Und ich finde, das kann man jetzt mal machen. Das ist nämlich eine ganz interessante Bewegung, die der jetzt hinter sich hat und vielleicht auch vor sich. MDAX, handeln nicht viele, also der Index als selbst, es ist auch nicht einfach, gebe ich zu. Ich tue mich damit auch mal recht schwer, weil ich weit weg muss mit den Scheinen. Aber die Einzelwerte davon sind natürlich super interessant, sowas wie Wacker Chemie oder Beiersdorf ist schon sehr interessant. Die machen manchmal richtig schöne, nachhaltige Bewegungen. Aber kommen wir jetzt mal hier zum MDAX selbst. Wir haben jetzt als allererstes, habe ich hier diese blaue Linien eingezeigt, diese Zone. Und zwar besteht die aus dem High, was wir hatten im Februar, aus dem High im April und zieht sich jetzt hier rüber. Das ist für mich eine sogenannte Comfort Zone. Interessant ist, ich habe hier die Fibos mal angezogen, von 30.990 hoch bis zu dem All-Time-High bei 36.428. Und da haben wir heute auf dem 50er aufgesetzt bei 33.709. Und das wird gefolgt von der 200-Tage-Linie, die ist bei 33.347. Und dann kommt nämlich schon das 61er Retracement. Das heißt, diese Zone hier ist nicht nur die Verbindung von dem High, was wir hatten im April, oder von dem High, was wir hatten im Februar, sondern verbindet sich jetzt auch ziemlich gut mit der 200-Tage-Linie beziehungsweise mit dem 61,8er Retracement. Das ist für mich so eine Art Soft Landing Area. Komfortzone, wie auch immer. Wie gesagt, heute haben wir das 50er Retracement gemacht. Es gefallen mir mehrere Dinge. Ich muss noch mal ein bisschen näher ran machen. Fangen wir mal mit den Bändern an. Das obere Band geht jetzt endgültig mal runter, ein bisschen runter, sodass das der Bewegung entgegengesetzte Band an Fahrt verliert. Heißt für mich, dieser Impuls ist erstmal fertig. In diesem Zusammenhang finde ich es auch recht schön. Das haben wir gestern nicht gemacht, aber heute machen wir das. Wir gehen aus dem Band raus und schließen im Band mit einem hammerähnlichen Gebilde. Ist kein schöner Hammer, ja, gut, aber es ist ein hammerähnliches Gebilde. Das heißt für mich, ich gehe davon aus, dass wir die Komfortzone vor uns haben. Wir haben auf das 50er Retracement aufgesetzt. Ich glaube, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das MACD sehe, das hat es jetzt auch leicht verbessert. Morgen nochmal ein unveränderter oder leicht gebesserter Tag. Dann habe ich hier den zweiten kurzen Docht vom Histogramm. Die Stochastik dreht auf tiefem Niveau, gibt noch kein Kaufsignal, aber steht auch relativ kurz davor. Vor diesem Hintergrund glaube ich eigentlich eher, dass wir, und das glaube ich ja auch für den DAX, in Richtung 20-Tage-Linie gehen werden. Die ist heute hier bei 35.127 und das muss man mal im Auge behalten. Ich glaube, dass wir so eine Bewegung hier machen. Da waren wir aus dem Band draußen, nach super, super engen Bändern, aus dem Band draußen. Und die Korrektur, die dann eingeleitet wurde, die ging ziemlich genau bis zur 20-Tage-Linie. So etwas erwarte ich jetzt eigentlich auch. Sollte der Markt noch etwas fallen, habe ich hier eine ziemlich große, fette Unterstützungszone. Eben diese Soft Landing Area, die geht runter bis 33.050. Da ist nichts passiert. Der darf auch mal die 200-Tage-Linie sehen. Der DAX hat es heute zum dritten Mal in Folge gemacht. Und das wäre also überhaupt kein Problem. Na, vielleicht macht er das erst gar nicht. Also ich rechne kurzfristig damit, dass wir uns nochmal an die 20-Tage-Linie ankuscheln. Jetzt habe ich Scheine mitgebracht. Und zwar, der eine ist dieser hier, 32.643. Wenn Sie sagen, du lieber Gott, der ist hier unten, der ist da, 643. Aber ich kann beim MDAX nicht näher rangehen. Der MDAX hat jetzt in den letzten Bewegungen 7,5% verloren, der DAX 6,5%. Ja, ich kann da nicht, also 1% im MDAX, das sind ja gleich mal fast 400 Punkte, also genau genommen 339 Punkte. Das geht schnell, deswegen, ich muss da ein bisschen weg und das ist keine kleine Option, das ist ein 25er Hebel. Diese 32.643, ja, ändert ist ein unlimitierter Schein, steigt also jeden Tag an und das ist nicht wenig, das müsst ihr unbedingt im Auge behalten. Das ist die Gustav Heinrich 9 Richard 5 Waltraud GH9R5W. Das wäre der Schein. Ich bin noch nicht bereit, jetzt hier volles Rohr reinzugehen. Ich möchte gerne mir morgen noch wenigstens mal den Markt bis 15.30 Uhr anschauen. Steigt es hier, kommt hier ein kürzeres Histogramm rein, überbieten wir vielleicht diese Kerze hier bei 34.180, dann schon eher. Im Moment ist das erst was für Schnüffelstücke und definitiv für die Watchlist.
Beim Put gibt es überwiegend Mini-Futures. Ich habe aber einen K.O.-Schein gefunden. Die heißen ja dann, vom Typ her sind das dann die ohne Stop-Loss. Das sind die Turbos. Und da habe ich den hier gefunden. Der ist weit weg. Das ist ein 36.629er. Da sind wir also hier oben. Da ungefähr. Also hinter dem All-Time High, hinter dem oberen Band. Der hat deswegen aber auch nur einen Hebel von 13. Wäre jetzt für mich ein bisschen langweilig, aber man kann natürlich in die Mini-Futures reingehen, aber das mache ich halt nicht, persönlich nicht so gerne. Das ist die GH0J7Y. GH0J7Y. Wie gesagt, weit weg, 36.629. Ehrlich gesagt, da gucke ich jetzt wieder drauf, wenn wir hier so um die 20-Tage-Linie herum handeln. Ich rechne nach wie vor damit, dass beide Märkte, DAX und MDAX, eher nochmal so ein kleines Aufholpotenzial haben. Aber All-Time-Highs tue ich mich schwer, sowohl beim DAX als auch beim MDAX. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.